Moin und herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen lieben Freundinnen und Freunde der World of Warcraft, zur Folge 160 meiner Solo-Let's Play-Serie. Lasst uns Gold verdienen ohne WoW Dragonflight, sondern nur das WoW-Abo, also wirklich diese 13 Euro im Monat mit dem Zugang, den man dann hat. Das maximal Level 60, kein Dragonflight-Content. Und ich schaue mal, was ich alles so machen kann, was ich leveln kann, was ich farmen kann, was ich craften kann und was ich verkaufen kann. Und das Ganze begleitet ihr jetzt schon eine ganze Weile. Das sind so die Rahmenbedingungen. Das ist das Casual-Korsett, in dem ich mich bewege. Das kennt ihr jetzt schon, diese ganzen Folgen. Ihr wisst, ne, die 90-Euro-Version würde ich mir gerne erspielen. Das ist angesichts des Markenpreises von 380.000 Gold jetzt gerade ein bisschen schwierig, ja. Also der Weg zum Mona Lisa, Punkt, Punkt, Komma, Strich, ne, fertig ist das Mondgesicht und sowas, ist noch ein ganz, ganz weiter Weg. So, über 700.000 Gold haben wir auf jeden Fall, aber auch über 200 Stunden da drin, ne? Das sind, ja, über 5 Arbeitswochen netto, um einfach nur mal die Dimension zu haben. Ja, wirklich netto Stunden, die da jetzt schon drin sind. Und ihr seht, das hat einen ungeheuren Vorlauf, so. Aber, damit wir ein bisschen Abwechslung bekommen und ich jetzt nicht immer nur das gleiche Spiel, beziehungsweise dasselbe sogar, wechsle ich jetzt ein bisschen zwischendurch. Ich nehme jetzt mal den Hexer, den möchte ich weiter leveln. Vielleicht schnappe ich mir auch nochmal den Charmy und sowas, weil ich das irgendwie schade finde, dass ich hier mit den Charakteren zum Teil nicht weiterkomme. Bei denen weiß ich jetzt nicht, bei dem Trainer Jäger und sowas bin ich noch hin und her gerissen, ob das Sinn macht. Ich würde tatsächlich lieber eher nochmal gerne einen Todesritter leveln, darauf hätte ich nochmal Bock. Das machen wir aber dann zu einem anderen Zeitpunkt. So, um den Schnatter möchte ich mich auch noch kümmern und das ist ein Spielzeitding, ne? Also ich muss mich ja irgendwie fokussieren und priorisieren. Das machen wir jetzt. So, das Ganze ist verlinkt. Ihr kennt das schon hier in unserer schulen, coolen Playliste von Anfang an. Die ganzen Folgen, ihr könnt alles nachschauen. Es gibt keine Offline-Aktivität. Ich habe alles dokumentiert. Kanalmitglieder erhalten Vorabzugriffe, aber alles wird veröffentlicht. Alles wird veröffentlicht. Das ist ganz wichtig. Und daher habe ich ja quasi schon jetzt geteasert hier und angespoilert so ein bisschen, kümmern wir uns um den Hexenwerker, zumindest mal in dieser Folge. So, ich hatte überlegt, Mensch, so eine Chromitan Pandaria haben wir jetzt noch gar nicht gespielt. Ja, es ist irgendwie, ich habe noch eine ganze Menge von Content gar nicht gezeigt und das ist irgendwie schon uncool. Und aus diesem Grunde würde ich sagen, könnten wir doch einfach das hier mal rüberziehen. Ich mache hier die Musik aus. Wir machen hier mal die Ingame-Musik an. Genau, sehr gemütlich. Sehr gemütlich das Ganze. Wir können ja schon reiten. Ich bin jetzt auf Destro, aber das habe ich schon wieder geflunkert. Denn eigentlich habe ich gesagt, wollen wir Tirisfall durchquesten. Ja, ich hatte mich vorher, manchmal macht es vielleicht Sinn, sich einfach vorher ganz kurz einen Moment einzuloggen. Wo stehe ich, was mache ich mit dem Charakter? Ich habe total vergessen, dass ich ja Tirisfall soweit mit euch durchquesten wollte, weil es eine relativ interessante Loot-Tabelle gibt. Die ich ja hier eingeblendet habe. Das heißt, ich muss das Thumbnail im Anschluss vielleicht doch nochmal ändern. Machen wir das mit der Chromie-Time, jetzt noch nicht mit Level 11. Ne? Diese Geschichten können hier droppen, das sind alles weiße Gegenstände, ja, das ist jetzt nicht die Lizenz zum Goldbarren drucken. Darum geht es ja aber gar nicht, sondern vielleicht haben wir ein bisschen Glück, was die Loot-Tabelle angeht. Und ich habe Tirisfall ewig nicht mehr durchgequestet, wirklich ewig nicht mehr. Und dann fällt mir an, ich wollte mit der Mage auch noch in das Scharlachrote Kloster unter anderem. Ja, so viel zu tun. So wenig Zeit. Und ich mag so ein bisschen diese Dystro-Stimmung. Ich finde, ja, dass die Untoten oder die verlassenen Hexer, finde ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, haben echt Style. Ich finde, die haben absolut mega Style. Das passt total. Und fand ich damals schon. Und aus diesem Grunde. Ist das wichtig. Braucht ihr Hilfe? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Aus diesem Grunde. Spricht doch nichts dagegen, jetzt hier mal ein bisschen unterwegs zu sein. So, und ich bin jetzt hier wieder bei Kräuterkunde und Bergbau gelandet, weil das für den Levelprozess gar nicht verkehrt ist. Ich sag mal, das wird hier der Kräuterchar, an den ich dann alles rübersende.
Und ich habe sowas wie Inschriftenkunde, um das habe ich mich ewig gedrückt. Also in meinem privaten Setup spiele ich einfach das so, dass ich um die Inschriftenkunde herumkomme. Ist eigentlich auch nicht schlau, ja. Das heißt, ich habe auch nicht alles on top, on par, was die Berufe angeht. Weil ich dann dazu keine Lust habe, aber ich möchte ja, ich sage ja, 200 Folgen will ich auf jeden Fall präsentieren. Und jetzt nur noch mit dem Mönch irgendwie rumfarmen und zwischendurch ein, zwei andere Sachen ist auch ein bisschen langweilig. Das heißt, ich will auch für euch so ein bisschen Abwechslung nochmal haben. Die Chromie-Times unterschiedlich bedienen. Vielleicht schicke ich den Monk nochmal wieder zurück. Liebe Grüße an Nachtfall, in die Schattenlande, um da so ein bisschen zu gucken, was kann ich mit Level 60 machen? Wie kann ich meine Item-Level verbessern? Ja, vielleicht gibt es da so ein paar Prozeduren, die ich nutzen kann. Was bringt dort die Dailies? Ja, bringt das ein paar Geschichten? Was bringt dort, die grünen Gegenstände, sofern ich sie dann nicht in das Auktionshaus setze. Ja, auf jeden Fall setzt es hier was für die Gegner. Also das ist ja schon mal ein bisschen Damage hier, nicht schlecht. Also das Kanalmotto jetzt schon seit ja fast 7 Jahren. Wahnsinn, der Kanal wird 7. Oh Gott. Der Kanal wird 7. Seit fast 7 Jahren dann kenne ich die Möglichkeiten. So, und dann möchte ich das natürlich auch durchaus skizzieren, diese Möglichkeiten. Und ihr habt dann um die Ostertage soll es auch ein bisschen Content geben. Insofern kann ich das ein bisschen streuen. Und ja, viele Aktivitäten sind jetzt eben nicht Aktivitäten, die wirklich das Gold 1 zu 1 und sofort erhöhen, aber es geht ja auch darum, überhaupt diese Infrastruktur aufzubauen. So, und dann komme ich um sowas nachher wie Alchemie ja im Zweifel. Ach, hast du dich da versteckt, du Lump? Auch nicht herum. Hilft ja nichts. Es hilft einfach nichts. Alles klar, Herr Kommissar. Also auch der Destro-Hexer kann dotten. So, und ich finde eigentlich hier diese diese Haltung herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Was los, Bursche? Nummer 9, Nummer 10. Ja. Aha, okay, alles klar. Haben wir das damit jetzt auch schon erschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes? Ich glaube ja. Na, Bastarde soll ich ja töten, aber ich baller auch gerne die Gnolle um, wenn sie denn wollen. Na, also Geld bzw. Gold jetzt für Erbstücke, das werdet ihr tatsächlich jetzt nicht sehen. Das werde ich nicht machen oder nicht mehr machen oder habe ich jetzt überhaupt nicht mehr auf der Reihe. Da habe ich gar keine Lust zu, das noch irgendwie auszugeben. Sondern da grinde ich mich jetzt einfach so durch in Etappen. Das ist dann halt einfach so. Und nehme dann mit, was halt auf dem Weg liegt.
sieht es eigentlich aus mit, ach so, das ist wieder BFA hier, ne? Ja. So, da haben wir wieder ein paar Sachen hinter uns. Und ich habe, glaube ich, also dieses gesamte Gebiet abgequestet. Fragezeichen. Ewig her. Absolut ewig her. Dann können wir ja zumindest die Startgebiete mal durchgrinden. So, damit das Madenauge dann auch durch und ich glaube, das spawnt auch relativ schnell oder ich erinnere das falsch. Ich erinnere das falsch. So, ich sammle jetzt hier auf dem Wege auch wieder so ein paar Erze mit. Das sind dann alles Geschichten, die ich für den Schmiedekunstschab brauche. Das steht ja auch noch auf dem Programm. Das sind ja Sachen, die ich einfach auch irgendwie nochmal angehen möchte. Und ja, wie gesagt, das dauert alles Zeit. Ist ja nicht so, dass es jetzt keinen Spaß macht, ne? Sondern das Thema ist. Warte mal, wir müssen mal gucken. Das mich mal interessiert, wo steht die Marke? 386.000 Gold, ja. So. Und, um quasi casualmäßig so viel Gold aus der Post zu holen, dazu ist schon einiges zu tun. Und ich sag ja, für mich persönlich ist das ganze Thema WoW Gold verdienen ist für mich Postgold. Auktionshaus Gold und eben kein Quest Gold. Das ist ja Arbeiten für NPCs. Das ist für mich halt, für mich persönlich ist das eben kein Goldmaking. Also damit macht man ja Gold, aber ist nicht die Definition, die ich habe für WoW als Wirtschaftssimulation und Gold verdienen. Aber das braucht eben so ein bisschen Zeit. Ich halte mich mal kurz hier in die Questreihenfolge, bevor ich mich um die Ausrufezeichen hier kümmere. Das eine ist ja sowieso eine Drop-Loot-Quest, aber ich glaube, man müsste eigentlich hier ja rumgeführt werden nach und nach. So, das machen wir dann. Also insofern gibt es hier noch keine Chromie-Time. Pandaria, das mache ich dann in einer der nächsten Folgen. Weglaufen, zwecklos. Respekt, also die Chaosblitze, die hauen schon rein. So, was nennen wir denn mal hier? Teufelsrüstung. Brennender Ansturm, okay, das ist auch ganz lustig. Brennender Ansturm ist ganz lustig. Das sieht dann so aus. Oh, man haut sich selber Damage rein.
Das ist natürlich für die Fortbewegung auch ganz lustig. Also insofern ist es gar nicht verkehrt, mal so ein paar andere Skillungen und Mechaniken anzugehen, die ich selber nicht gespielt habe oder so gar nicht nutze. Aber dann kann man so wie hier mal eben kurz eine Blume pflücken. Da brauchst du nicht aufmounten, nur. Ja, und wenn man wieder Lebenspunkte braucht, macht man einfach den hier. Das geht dann ja relativ schnell. Hallo. Genau, wieso erst eine Fensterflosse erschreckt? Die erschreckt ihr doch die ganze Zeit. Muss ich denn jetzt einzeln hinterher rennen? Anscheinend muss man so hinterherhacken oder noch weiter verfolgen. Also man muss sozusagen das zweimal ticken. Sonst könnte man da ja AFK wahrscheinlich da drin rumstehen. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Dass man da ein bisschen mehr investieren muss, okay. Ja, alles klar. So, denn jetzt auch hier, jetzt aber, zack. Genau, er muss also zweimal so komisch ausholen, damit das zählt. So. Also Chaosblitz ist brachial. Keine Ahnung, wo ihr hinrennt. So leecht man natürlich relativ schnell wieder die Lebenspunkte. Nummer 9. Genau, hier auch nochmal. Genau, schön, dass 7 Leute versuchen, hier den abgenutzten großen Schild zu verkaufen. Das kann ja wohl nur klappen, oder? So, jetzt aber hier mal. Kurzen Prozess. Mal 11. Jetzt aber 12. Jetzt haben wir euch. So, ist hier der Named Mob. Da ist er. Dieb. Dieb, auch ein Song von Marusha. Allerdings mit P am Ende. Naja, gibt immerhin 1000 Punkte, also 1000 Erfahrungspunkte. Da haben wir schon Schlimmeres gesehen.
Naja. Lalala. So. Seid ihr aber groß? Ich sitze ja auch auf dem Gaul. Hallo. Fürchtet die Liebenden. Sieg. Genau, auf zu den Mühlen. Das meinte ich, ne? Das heißt, jetzt haben wir nämlich hier die Überführungsquest. Ich kann ja mal hier gucken, mal bei den Reittieren. Ach, schön. Ganz ruhig. So, das kann weg. So, will ich das noch entzaubern und das noch? Das kann ich höchstens als Vorlage lernen. Hier die Jüngerhose. Und holt den Voodoo. Genau, die kann man ja nicht mehr verkaufen. Seelengebunden, seelengebunden. 50 Silber, weg, weg mit dem Quatsch. Auch das hier. Na, das kann ich lieber noch anziehen, aber das haue ich nicht mal ins Auktionshaus. Das hier auch nicht mehr, das ist alles Quatsch. Frisches Quellwasser. Was ist hier mit? Übungsschwert. Das bekommt man auch nie wieder los, habe ich das Gefühl. Genau, und tschüss. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg zu den Mühlen und... hauen hier alles um auf dem Weg. Dann gibt es auch gleich schon Level 13. Und ein bisschen Kupfer. Für insgesamt. So, und hier oben kann man tatsächlich auch zumindest Essenzen des Untodes erhalten. Geringe Drop-Chance. Chance. Aber möglich. Das ist auch immer eine Melodramatik teilweise, wenn die umfallen mit ihren Schreien. So jeder HSV-Spieltag. Na, sehe ich meistens auch so aus wie die hier. Mal vor in der Vorfahrt. Wir können mal hier unten. Kann es eine Kiste geben? Mal gucken. Naja.
Genau. Oha. Ich gebe die Quest erstmal ab. Kann sein, dass wir hier auch gleich wieder runter müssen. Es ist schon eine Weile her. Oder so. Hier ist nochmal Kupfer. Und gleich kommt Level 13. Guck mal, dafür gab es schon ein Gold. Kick mal an. Unsere Zeit wird kommen. Kick mal an. Müssen wir da doch nicht wieder runter? Feuers. Brunst. Wisst ihr Bescheid? Ich gehe jetzt auch nochmal hier runter in die Gruft. Und vorbei. Und vorbei, mein Freund. Ciao, 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 Cescu. So, bei dem da hinten. Mal gucken, ob der jetzt... Der lässt, glaube ich, einen Questgegenstand fallen. So, er hat das gar nicht hier mitgekriegt, was da passiert ist. Macht aber auch nichts. Genau, Dagolds Schädel. Findet man aber auch nur, glaube ich, wenn man hier runter geht. Ich weiß nicht, ob man nochmal unter anderen Umständen hier hin muss. Hab nicht immer alle Quests 1:1 drauf in der Abfolge, wie man sie bespielen muss, aber... Sind halt auch nochmal XP, die wir mitnehmen. Das dazu. So, ist hier schon der Respawn. Kann sein, dass man hier sogar einen Forced Spawn hat. Ich glaube, das ist ein Hyperspawn. Wenn man hier alles umballert. Der nächste Kompalke. Ja, ihr seht. Ihr seht, die spawnen hier wieder. Da unten sind sie jetzt wieder. So, aber die Quest gebe ich auch mal direkt ab. Ich weiß nicht, ob es dort eine Folgequest dann gibt. Das checken wir jetzt mal. Nein, nicht das. Ich bin ganz Ohr. Ja, das freut mich.
fürchtet die Lebenden. Okay, aber ich meine, gab 3 Gold. Also es ist ja, wir freuen uns auch über Kleingold hier, ne? Das ist ja so ein Zweck, ne? Aggermanns Mühlen. Hau ich dann mal aufs Thumbnail hier als Questbereich. Ein Blümchen. Ja, noch nicht so die guten Drops, sage ich mal, ja. Aber ihr kennt das ja, RNG, ne? 50% Chance besteht, dass wirklich so ein High-Ticket-Item droppt. Bei jedem Mob, es droppt oder es droppt nicht. Bisher noch kein Glück. Zack, zack, zack. Schartige Rippe. Schartige Rippensuppe. Ja, es gibt Server, da kann man, glaube ich, mit grauen Gegenständen ein bisschen mehr machen, aber dann müsst ihr leider auf die Rollenspielserver. Ja, das ist tatsächlich hier in dieser Ökonomie, habe ich wirklich Pech mit solchen Sachen. Also nicht nur ich, sondern alle, die hier spielen, ne? Das ist tatsächlich hier... nichts, was irgendwie Nachfrage... Großnachfrage generiert, leider. Guck mal, so dich haben wir schon mal. Dann kommt hier der nächste, der Gregor, die alte Locke. Also Chaosblitz gefällt mir gut. Richtig ordentlich Damage. Das drückt wirklich. Das drückt so richtig mal. So, da verbrennen muss ich also sowieso regelmäßig hier durchziehen, damit ich Chaosblitze generieren kann. Und das ohne Erb gegen... Oh, Pionierschild. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das war ein guter Drop. Ich wollte aber sagen, also dafür, dass wir keine Erbgegenstände haben, muss ich sagen, ist der Damage hier des Zerstörungshexers, ich glaube, von allen Charakteren, die ich jetzt bisher gelevelt hatte, dann doch der beeindruckendste, muss ich gestehen. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass man hier so... dass man hier so einen guten Killspeed tatsächlich hinlegen kann. Aber ja, schön. Was dafür spricht, dass ich alles mal spielen sollte eigentlich, ne? Aber
Also bin wirklich positiv angetan vom... Zerstörungshexer, alles klar. Der knallt hier aber auch durch. Wie Stille. Weg mit dir. Oh, nettes Geklimper. Ich würde mal sagen, haben wir hier die nächste Quest auch wieder erledigt. Ab durch die Mitte. Ich meine, ich müsste natürlich nur für den Vergleich nachher mal auf Gebrechen dann mal gehen zwischendurch, um nur mal zu gucken, wie autark ich bin mit den Dots und welchen Killspeed ich damit habe. Ist auch nicht verkehrt, das vielleicht mal zu testen. Für Sylvanas. Tschüss. Vertraut niemandem. Ach, jetzt haben wir die jetzt schon durch? War das schon das mit den Mühlen? Das ging ja jetzt überraschend fix, muss ich sagen. Ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr. Ich will mal kurz hier einmal Gebrechen aktivieren. Nur mal, um einen Vergleich zu haben. Na, wir können mal ein bisschen rumspielen. So, machen wir mal dasselbe hier. Dämonenhaut auf jeden Fall. Und Teufelsrüstung. Saat der Verderbnis. So, was war das hier? Ach so, Agonie. Agonie. Das gucken wir uns mal an. Ah ja. Zack. Was ist, wenn ich jetzt 5 drücke? Warte mal. Ja, also... Wofür brauche ich denn... Achso, einen Seelensplitter. Aha. Ist auch interessant, also dadurch, dass man nur rumläuft und die Gegner eigentlich fährt. Oh, hier spielt noch jemand. Leute, das ist ja lange her, dass hier mal jemand war zum Spielen. Arcan Mage. Und nochmal ein Übungsschwert. Ja gut, das dazu. Und Saat der Verderbnis. 20%. Ja, ja. Ah ja. Hat jetzt nicht so den Burst wie die Destros, aber ich kann natürlich zeitgleich mehrere Gegner taggen. Darin liegt ja auch eine Chance.
Okay, das ist tatsächlich für das Farmen natürlich auch nicht schlecht, wenn du die ganze Zeit nur Gegner hier dottest und rennst im Kreis, ne? Und kaltest die. Ist im Grunde nach nicht verkehrt. Hier war das, oder? Da oben. Da oben tupst du rum. So. Der Griff lockert sich. So, was geht es hier weiter? Was kommt jetzt? Ich soll dir folgen. Machen wir. Ja. Und jetzt? Was verlangt ihr vom Tod? Es hört sich gerade ein bisschen an wie die Musik aus Wrath of the Lich King, Drachenöde. Hallo Devlin! Genau, kümmert sich schon der Kollege drum. Hamas? Denkt dran. Geduld. Wir haben's. Nummer 14, was nehmen wir denn jetzt mal Feines? Das ist Teufelsbeherrschung, bla 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 bla. Flüchte, Flüche, Flüchte ist auch gut. Aha! Jetzt gibt es also diese Überführung nach Osten. Osten, stets nach Osten, lautet auch die Quest. Aha. Mach ich nicht. Noch drei Viertelstunde haben. Warum? Also in der Tat, ich möchte zumindest einmal hier diesen Tirisfall-Queststrang abschließen. Aber nur mal für mich klar zu haben, was kommt denn dort noch an interessanten Facetten vielleicht oder so generell, das ist einfach der Hintergrund.
und zerplatzt. Flutsch macht es. Nochmal hier ein Blümchen. Blümchen, Blümchen. Ja. Hoppa, galoppa. Dann habt ihr auch einen Flugpunkt, ja? Ja, moin. Ach, guck mal, ein Gastwirt, den gibt's hier auch. Nice! Was hast du denn alles hier? Aber das sind Sachen, die sind wahrscheinlich alle schon gelistet. Deswegen halte ich mich da raus. Oh, das ist alles Crap hier. Oh, Dunkelholzstab, das sind hier Sachen, die sind tatsächlich besser als das, was ich hier anhabe hier. Zumindest das und das. Was braucht ihr? Dann kann man das Zeug auch anziehen, Leute, oder wie seht ihr das? Ja, genau die. So, das ist also hier die Ostverlagerung Tieresfalls, soweit so gut. So, genau, wir brauchen diese verseuchten Bären mit Ä. Hast du mich gerade etwa angegriffen? Was erzeugt denn Seelen... Achso, wenn Agonie Schaden verursacht, wird manchmal ein Seelensplitter erzeugt. So, bei Verderbnis aber nicht. Hier auch nicht. Okay, das heißt, ich muss... im Prinzip mit Agonie pullen. Schön, wie meine Mülltüte sich hier mit denen auseinandersetzt. Also ich sag mal tatsächlich, für das Pullen hier der Gegnerschaft ist das schon echt nett. Oha, was geht's los hier?
Also unter diesem Aspekt gefällt mir der Gebrechenshexer sogar fast besser, muss ich sagen. Denn nochmals, ich habe hier keine Erbgegenstände. Und ihr seht, ich kann hier ein bisschen um mich prügeln. Krieg so einen Scheiß wie eine Abspalte-Axt hier. Aber ja, also. So, da war noch. Moment, wo war denn. Ach, da bist du. Ja, einfache Robe des Feuersturms, leider jetzt auch nicht so relevant, aber gut, das dazu. Das heißt, im Moment mit dem Gebrechenshexer kann ich eigentlich so reinballern in die Manege hier. Hier ist noch ein Bärchen. Oh, meine Mülltüte ist gleich kaputt. Oh, das war jetzt, glaube ich, overextended hier. Nein. Aber hat geklappt. Alles überlebt. So. Dann mal her mit dem nächsten Leerwandler. Also man kann es anscheinend halt auch übertreiben. Aber dem Grunde nach ist das schon... Ja, alles klar, Herr Kommissar. Gibt's denn nur die paar People hier? Oder habe ich welche übersehen? Ne, die sind alle nur hier in diesem Bereich. Achso, aber nee, Quest ist gleich um. Ich hab gedacht, man muss jetzt 10 von denen umprügeln oder so, aber ist gar nicht der Fall. Dann nehme ich natürlich alles zurück, Leute, ne? Okay. Also, das haben wir. Wir brauchen noch Bären. Sollen anscheinend hier... sich hier befinden. Mal gucken. Was, wie habe ich die denn bitte jetzt getriggert hier? Aber gut, macht ja nichts, du. Hauen wir um. Hauen wir um. Ja, nicht schlecht. Also, damit kann man arbeiten, ihr Lieben. Ich
Ich meine, und so kommt da ein bisschen Absicht hier in den Beritt. Ob das jetzt schon wieder zu viel war. Also ist schon nett. Ich glaube also ja, wenn der Gebrechenshexer ein bisschen Equipment hat hier, ich sag, also mit Erblut wäre es halt komplett albern. Also ich glaube dann bräuchte ich nicht mehr groß das Pad tatsächlich. Das wäre dann nochmal eine ganz andere Liga. Genau, so zwei Erzadern hier back-to-back, die ich gerne einpacke. Wir können ja hier zum Abschluss, ja, ihr erlaubt mir das dann... Unter dem Aspekt, dass es dann jetzt hier kein Schummeln oder sowas. Ich werde gleich mehr Erblut anlegen. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz, was ich meine. Weil ich glaube, dieses, wenn man sagt, hä, was erzählt er da jetzt wieder hier mit Erblut und sowas? Ich will euch da ganz kurz mal den Unterschied demonstrieren. Und zwar... Wenn ich die überhaupt habe, habe ich die alle für den. Doch, habe ich hier. Genau. Maske, Mantel, Umhang, Robe, Direktorattacke. Das nehmen wir hier. Ich nehme jetzt das hier. Ich glaube, habe ich jetzt. Moment, habe ich was vergessen? Ach guck, eine Hose habe ich hier gar nicht. Also auf dem Account hatte ich die noch gar nicht gekauft anscheinend. Auch interessant. War mir gar nicht bewusst. Also es fehlt jetzt ein Gegenstand. Es fehlt tatsächlich die Beinrüstung. Die habe ich echt nicht. Ne, keine Hose. Okay, interessant. So. Aber das Ganze, jetzt habe ich zumindest mal ein paar Erblutgegenstände. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ihr könnt ja mal gucken auf meinem Mana-Haushalt. Also seht ihr, dass ich irgendwie groß Mana-Punkte verliere? So, Leute, das ist Leveln mit Erbstücken. Wisst ihr jetzt, was ich meinte? Der Unterschied ist völlig irre. Also, wenn euch jemand sagt, die Ausgaben lohnen sich nicht, ich werde das jetzt hier nicht machen, ich werde jetzt hier mein Gold hier nicht haben, aber jeder, der sagt, das macht keinen Unterschied, ist völlig ahnungslos. Absolut ahnungslos. Guckt euch den Killspeed an, guckt euch an, wie autark ich hier rumrenne, guckt euch an, wie irrelevant ist, was ich im Pulle an Mobs. Und, wir haben das komplette Feld leer gemäht. Guckt euch das bitte an hier. So. Noch Fragen? Und es fehlt die Hose. Und von mir ist noch den Ring, ne? Es gibt noch so ein paar Sachen, man könnte das noch ausbauen, aber das ist Questen und Level mit Erbstücken. Ihr pflügt euch einfach nur durch die Gegnermassen. Es ist so ein, und ich habe sogar ein scharfes Auge der Bestie, habe ich hier gar nicht angelegt, ne? Habe ich sogar vergessen, ne? Es gibt nämlich auch nochmal Intelligenz, also das ist völlig, völlig verrückt. Also bevor ich mir sozusagen das Gold investiere für Dragonflight, würde ich hier sogar das Gold ja investieren in die Erbstücke, weil das einfach so krass ist, was den Levelprozess angeht. Und man nachher mit XP-Stopp und solche Sachen, das sind eigentlich Sachen, die wollte ich auch nochmal alles zeigen, ne? Wie man gewisse Farm-Sachen für sich optimieren kann. Aber
Ich packe jetzt mal die Geschichten hier einfach mal wieder rein, dass ich hier das Erblut jetzt anhabe. Was ist denn hier mit zum Beispiel die Robe, ne? Genau, legen wir mal die Robe an. Achso, guck mal hier die. Ich habe ja hier für den Kopf habe ich ja nichts hier. Das muss auch alles weg. Alles wieder zerstören. Kann nichts passieren. Die könnt ihr einfach aus dem Inventar ziehen. Das ist quasi unkritisch. Achso, das muss auch weg. Und die Schultern, ja. Schultern hatten wir gar nicht. Nee. So, genau. Stunde ist rum. Ich logge mich hier aus. Ich gehe jetzt gar nicht in ein... Doch, ich gehe in das Gasthaus. Das machen wir jetzt eben noch. Genau, so. Jetzt habt ihr mal ganz kurz live gesehen, wie das aussieht, wenn man sich mit Erbgegenständen hier durch die Manege ballert. Und so etwas wie der Gebrechenshexer skaliert damit natürlich fantastisch, ne? Weil Intelligenz tatsächlich direkt den, einfach den Damage erhöht. Und Zauber macht Auswirkungen hat, ne? Verstärkt eure Zauber. Und ihr skaliert die gesamte Zeit einfach mit auf den Slots. Das ist schon mächtig. Ist absolut mächtig. Genau, also die Tirisfal-Quests hier machen wir weiter. Level 14 haben wir geschafft. Das freut mich tatsächlich. Wir hocken uns jetzt mal hier hin und loggen uns hier aus und haben goldmäßig kam jetzt, war das jetzt nicht relevant. 762030. So, das waren wieder 60 Minuten. Also ein bisschen Platz machen hier. 60 Minuten. 206 Stunden haben wir. 762, genau, goldmäßig war das quasi. Da hat sich die 3 einmal nach links verschoben. Die Dezimalstelle. So, das heißt 762030 durch 206 macht 3699. Also wir sind jetzt wieder etwas gefallen unter 3700 Gold. Das ist so, ist auch nicht schlimm. Leute, das ist nicht schlimm. Hat dir Laune gemacht, also den Hexer möchte ich weiterleveln. Ich glaube, ich habe Bock hier ein bisschen auf Inschriftenkunde zu gehen. Ich möchte jetzt Berufe nach und nach angehen. Vielleicht leveln wir den Jäger jetzt bei Zeit mal, dass ich mit Schmiedekunst anfange. Dann verteile ich das einfach auf. Dann habe ich auch jedes Mal was anderes zu spielen. Das macht ja auch Laune. Immer einen anderen Charakter, immer ganz leicht den Progress. Und zwischendurch wird er auktioniert. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Freue mich über Kommentare, freue mich über Daumis und hilft sehr dem YouTube-Algorithmus. Und ich möchte eben noch ein paar Sachen zeigen, ein bisschen auf die Selbstversorgung eingehen. Vielleicht disse ich hier auch als nächstes Bergbau und bleib wirklich bei der Quarterkunde und wir leveln nebenbei einfach schon die Inschriftenkunde mit. Und dann brauchen wir eigentlich noch einen Alchemisten oder eine Alchemistin, aber das machen wir dann auch bei Gelegenheit. Also Folge 161 mache ich vielleicht wieder ein bisschen Monk-Forming und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Euch guten Loot, gutes RNG. Und wir sehen uns zur 161. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.